Ein wunderschönes Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Gebirges. Wir befinden uns hier in Xenoblade Chronicles 2 in Teozoar, der Hauptstadt von Tantal. Einem wahrlich, Sieg, hör auf damit. Einem wahrlich kalten Ort, relativ schön an sich, aber doch ein bisschen heruntergekommen über die Jahrhunderte hinweg. Warum sind wir hier? Nun, wir haben noch eine einzige DLC-Mission offen. Und zwar dramatischer Notfall. Dazu müssen wir im Gasthaus in Tantal übernachten. Und wir müssen Finch mit Spatzenhirn Stufe 3 haben und wir benötigen Sieg. Deswegen habe ich mein Team so aufgestellt, dass wir Sieg benutzen, Morak und Nia als Heiler. Und die Mission, die man machen musste, um Finch Stufe 3 zu bekommen für Spatzenhirn, ist gar nicht mal so kurz. Ist gar nicht mal so kurz, wenn man die Teleportpunkte nicht besitzt. Aber der kleine Vogel, oder die Vögelchen, sie, ist schon relativ weit ausgebaut. Und das Spatzenhirn, ja, ist gut ausgebaut. Fehlt nur noch ein bisschen. So, dann gehen wir mal, würde ich sagen, eine Runde schlafen. In diesem schönen Gasthaus, wo gerade nichts los ist, weil es ist tagsüber. Aber trotzdem sind die Tische gut gedeckt. Ja, draußen ist kalt. Draußen ist sehr, sehr kalt. Wie seht, meine Level sind auf Levelniveau 67. Da man Kapitel 10 hierfür braucht. Und Kapitel 10 ist schon relativ spät im Spiel. Da macht man nicht allzu viele Level mehr bekommen. Ja, man bekommt nicht allzu viele Level. Trotzdem, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch, wenn wir gegen Gegner kämpfen müssen. Weiß ich ja nicht. Aber das sollte erstmal reichen. Da bin ich mal gespannt, was Finch denn so zu erzählen hat. Leute, Leute! Was ist los, Finch? Aufwachen! Sofort aufwachen! Ich muss jetzt dringend was erzählen. Also wenn Finch so aus dem Häuschen ist, muss ja echt was passiert sein. Was Schlimmes. In der Tat. Du bist komisch rum, Finch. So tatatatatat. Süß. Finch, beruhig dich erstmal. Was ist denn los? Ich habe was ganz Unglaubliches gehört. Was ganz Unglaubliches. Und zwar... Was war es noch gleich? Hold that thought. Ey, ich hab's vergessen. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man die Mission annimmt. Oder ins Gasthaus geht, eine Runde schlafen geht. Und wenn man die Fähigkeit nicht hat. Hat Finch das dann immer noch parat oder eher nicht? Müsste doch eigentlich, oder? Ja, egal. Hab's vergessen. Was für eine Überraschung. Kneif mich mal einer. Na los, streng dein Spatzenhirn an. Wenn es so unglaublich war, musste ich doch an irgendwas erinnern. Nö, zu spät. Ich erinnere mich an nichts mehr. Wobei, ich glaube, da fehlt ein Name. Morast oder so. Morak? Mein Name ist Morak. Wie oft muss ich das denn noch sagen? War es ganz sicher? Das war gemein, Morast, wirklich? Es ist immerhin mein eigener Name. Aber genug davon. Nun interessiert mich, was Finch gehört haben könnte. Irgendwie beunruhigt mich das auch ein wenig. Wir sollten der Sache nachgehen. Wie wär's, wenn wir ein paar Söldner drauf ansetzen? Danke, Leute. Jetzt fühle ich mich schon besser. Krallen runter. Dramatischer Notfall. Ich wette, es ist am Ende einfach gar nichts, aber wer weiß schon. Morning. Aber Finch ist trotzdem süß. Can I go back to sleep for a bit? Good morning. And yes, I'm very well rested. Du hast es gerade geweckt und du willst wieder pennen gehen? Mann, bist du ein Vogel. Ich mag Finch. So. Was sagt die Mission? Schließe den Söldnerauftrag Schock oder Flop ab. Das machen wir dann mal relativ schnell. In Tantal, Schock oder Flop. Finch hat im Gasthaus etwas Schockierendes gehört, aber was? Mit Hilfe der Söldner sollten wir recherchieren. Ja. Drei Menschenformen und drei Tierformen. Ui.
Und Beobachtungsgabe und Infos sammeln sollen wir auch nebenbei. I'll support you in every way. Don't worry, I'm great at support. Dann schicke ich auf jeden Fall die Truppen los, die ein bisschen was an... Roger that. Ja, an Sachen bringen werden. Für mich, hoffentlich. Und... Ah, Jomar geht da auch mal rein. I shall take my leave. So, ich brauche mehr Tierklingen und ich brauche noch Infos sammeln. Passt. At your command. Okay, perfekt. Blöderweise zählen ja Finch und so weiter nicht als Tierklingen, sondern als Humanoide. Die einzige Tierklinge, die existiert momentan, ist Dromark. Finde ich ein bisschen doof. Ganz ehrlich, finde ich ein bisschen doof. Okay, understood. Na, so Dromark auch anführen. Pass schon. Los geht's. You shall be known as Dromark's Dragoons. Let us depart. Have fun, chaps! Viel Spaß! So, und wenn die ja gerade bei sind, dauert 14 Minuten, werde ich mal kurz ein bisschen was schauen bezüglich den anderen Ländern, wo mir noch nicht die 5 Sterne gelungen sind. Also bis gleich. I hope we lived up to your expectations. Ich hoffe doch. Thanks for getting it done. Die Söldner haben herausgefunden, dass Rebellen im Saal der Tugend des Palastes Theos Galdia in Tantal einen Aufstand planen. Schnell! Oh. Rebellen? This seems like it could come in useful. Hey, Drummer, du bist doch fast fertig. Cool. Oh. Ha, das krieg ich auch noch hin. This will make life easier. I get more unstoppable each day. Oh, so viele Charaktere. Gut. Gut, gut, gut. Also. Wir müssen in den Palast. Aber ich muss vorher noch wahrscheinlich Nia einmal kurz Dromark wiedergeben. Dromark, kommst du her? Komm bei Fuß. Dankeschön. Gut. Rebellen in Tantal? Ich frage mich, in welche Richtung Rebellen in Tantal? Es kann doch nur in eine Richtung gehen. Und zwar, die wollen den König absetzen, weil er nicht der richtige, naja, Folger ist. Oder die richtige Person hinter Adam. Ich glaube, wir müssen auch nach unten gehen sogar. Saal der Tugenden in Tantal. Der müsste echt unten sein, richtig? Wenn mich alles täuscht, bei diesen Wachen hier, die Level 41 sind. Hey. Das ist ein ganz schön weiter Fußmarsch. Wir können auch hin teleportieren, wenn wir wollten, aber ich verzichte mal drauf, denn es ist ein relativ interessanter Weg hier rum. Haben wir eine schöne Aussicht nach da drüben. Auf die ganzen tollen Wege, die man gehen könnte und diese Eisrutschbahn, die nach da hinten führt. Wo ein Noppern drauf sitzt. Saal der Reichtümer. Wir müssen auch einen weitergehen. Da ist ein Harmoniegespräch. Ich frage mich, was mit Finch alles zu tun haben soll. Oder ob Finch wirklich nur der Auslöser ist und wegen, ey, da ist was. Oh. Die sind Level 70. Die haben Endboss-Niveau. Ach du Heilige. Oh nein. Die Gerüchte sind also wahr. Prinz Sieg, setz zurück. Es gab eine Rebellion und jetzt herrscht absolutes Chaos. Wir sind bedauerlicherweise mit der Situation überfordert und würden euch gerne um Hilfe bitten. Kein Ding. Vielleicht hatte Finch ja mit irgendwas mit angehört, das mit der Rebellion hier zu tun hatte. Moment, ich glaube, ich erinnere mich. Hold that thought. Nee, doch nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für diesen Unsinn. Mach nichts draus, Finch. Du hast vermutlich beim Gasthaus etwas über den Aufstand gehört. Das wird erklären, warum du uns so panisch aufgeweckt hast, weil du uns darüber sofort informieren wolltest. Dass wir der Rebellion nun kurz nach ihrem Ausbruch entgegentreten können, haben wir so gesehen dir zu verdanken. Könntest du den ersten Teil nochmal wiederholen? Ich weiß es nicht.
Prinz Sieg. Die Aufständigen sind auf dem Weg zur verbotenen Tür hinter dem Schneekorridor. Es gibt eine verbotene Tür? Alles klar, nehmen wir auch einen Job für den Siegnator. Fürwahr, bevor wir Nachforschungen anstellen, müssen wir erstmal die Situation unter Kontrolle bringen. Und das bedeutet, 3 Level 70 umhauen. Oh boy. Oh, sind wir mehrere Punkte. Und es sind mehrere Rebellenlager. Haha, cool. Let's go then. Na dann. Kampf in Tanta hat nicht allzu oft. Let's go. Boom. Ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber naja. Ich scholl schon nicht drauf gehen, richtig? Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt wirklich kämpfen muss, aber hey, warum nicht, ne? Aber deswegen vielleicht nicht. Oh, scheiße, Musik ist hier mega laut im Kampf. Badadadam. Okay, Fincher sogar einen. Wirklich, du hast was gelernt? Wie? Ja, du? I hope. Ach, Fincher, bist du süß. Das könnte echt ein bisschen schwieriger werden gegen die ganzen Rebellen hier. Okay, ich werde ein bisschen mich zurückhalten, weil wenn ich direkt am Anfang die Akku habe, ist nicht gut. Boah, die nehmen Morok aber ganz schön raus. Holy crap. Wie treffen die Morok so heftig? What the hell? Das gibt's nicht. Morok hat die übelste Ausweichrate. Wie kann das sein? Wow. 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 We won't lose again. Ah, vielleicht hat Morok einen Charakter zu wenig oder so? Ich glaube, ich muss mit einem anderen Charakter vielleicht anfangen. Ich fange mal mit Bridget an. Ist zwar irgendwo Finch ihre Missionen und so weiter, aber. Au! Es kann ja nicht sein, dass ich so derbe aufs Maul bekomme von den Typen. Das macht gar keinen Sinn. Und ich werde direkt mal auf Zenobia wechseln, damit ich die umklatschen kann, aber es ist richtig heftig. Weil, au! Okay, ich springe einfach runter. Wow. Das kann es nicht sein. So, einer ist umgeworfen. Der ist weg. Gut. Das ist doch schon mal wesentlich besser. Wenn du denkst, es geht nicht, hau drauf. Oh oh. Das ist ein böser Angriff, der macht Sauschaden, wenn man drin steht. Wenn man nicht drin steht, halb so wild. Die waren auch damals im Kapitel richtig unangenehm zu bekämpfen, diese Typen. Aber nicht übel. Ah, oh, das waren schon alle. Okay. Besiege die Rebellen im Schneekorridor in Tantal. Ah, da. Können wir den Einzelnen rausziehen? Ah, nein. Okay. Okay. Das sollte nicht allzu schwer werden gegen diese Typen, nur zwei von denen. Vor allem, wenn wir sie wegritten können. Okay, reicht aus. Ich will nicht irgendwie drauf gehen, deswegen. Muss er weg. So. Hier war eine Menge Erfahrungspunkte, muss man sagen. 4000? Hui. Ich habe mir lustigerweise vor der Aufnahme hier noch alle Heilerklingen, die ich auf Sieg hatte, auf Nia gewechselt. Das sind 3 Stück gewesen. Und holy crap. Hat sie jetzt eine Auswahl an Klingen? Ist nicht mehr feierlich, aber es ist cool.
Jawohl, weg ist er. So, und wird noch ein Vierer-Trio hier im Saal der Ehre. Oh, die sind alle da hinten. Oh, die sind um die Ecke, diese Sauköppe. Und ab. Und schleudern. Und schmettern. Ah, oh, zu spät. Wow, das Schmettern dauert viel zu lange. Wow, der Stern ist geschleudert worden. Warte, wie? Okay, hauen wir uns alle um. Stufe 3. Während mein ganzes Team auf dem Boden liegt. So, der ist weg. Damn. Au. Und sogar Level Up. Wow. Also man kriegt bei denen richtig gute Erfahrungspunkte. Das ist erstmal bis 8 Spügel. Das ist gar nicht übel. So. Und das waren wohl alle Rebellen erstmal. Abgesehen davon, dass er in der Truhe ist. Nehmen wir sie kurz mit. Ja, Sieg. Gut. Das waren ganz schön wenige Rebellen eigentlich dafür, dass es so böse klang. Von wegen, oh mein Gott, Rebellen, bla 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 bla. Aber als der Prinz von Tontal müssen wir natürlich alles in unserer Macht stehende tun, um das zu verhindern, ne? Gespannt, inwieweit sich die DLC-Mission eventuell auf das große DLC-Paket am Ende auswirken wird. Auf das Story-DLC. Kann ja möglich sein, dass da irgendwas kommt in Richtung die ganzen Länder bekriegen sich noch oder sowas in der Art. Also jetzt die Länder, die jetzt gerade frisch neu da sind. Aufgetaucht. Wie Tantal. Oder ob die eventuell Rebellen befürchten überall auf der Welt. Ein Machtkrieg. Wer weiß das schon? Also ich fänd's cool. Aber wahrscheinlich nicht. Irgendwas anderes kommt rein. Ziemlich sicher. So. Jo, Vater, was geht? Ich hab hier zwei Sachen. Du hast eine Quest für mich zum einen und zum anderen. Dingenskirchen. Finch. Yay. Papa. Du verdienst glatt einen Pokal für schlechtes Krisenmanagement aller Zeiten. Fürs Schlechteste. Wow. Ich bin mir meiner Fehler in dieser Lage Angelegenheit mittlerweile durchaus bewusst. Ich habe zugelassen, dass die Dinge aus dem Ruder geraten. Was zum Geier hat die Rebellion überhaupt ausgelöst? Der Grund war jenes lang behütete Geheimnis, dass wir Tantalesen nicht von Adam abstammen. Einige, die davon erfuhren, wollten es einfach nicht akzeptieren. Sie waren außer sich. Das war zu erwarten. Die würden es nicht alle hinnehmen. Nie. Auch so süß, wie die drei da unten einfach tanzen. Oder sich freuen. Da, 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 da. Süß. Ich mag diese kleinen Sachen im Hintergrund. Nicht gerade verwunderlich. Ihr Ziel war es offenbar, die 500 Jahre alten Aufzeichnungen an sich zu reißen, die Tante als Gründungen dokumentieren. Verstehe, in diesen Aufzeichnungen steht die Wahrheit, schwarz auf weiß. Wenn sie die verbrennen, könnten sie ja behaupten, dass wir doch von Adder abstammen. Und keiner könnte das Gegenteil behaupten. Das war vielleicht ihr Ziel. Doch ihr und der Meister der Aegis ist es zu verdanken, dass die Rebellion im Keim erstickt wurde. So ungern ich es auch zugebe, aber eigentlich kamen wir das wem anders zu verdanken. Wir haben vom Aufstand nur rechtzeitig erfahren, weil unsere Klinge Finch uns gewarnt hat. Hey Finch, komm mal her. Ihr seid also Finch. Mein aufrichtiger Dank sei euch gewiss. Hold that thought. Oh nein. Oh! Oh, oh, oh!
Ich erinnere mich wieder. Oh. Wie jetzt? Ich weiß wieder, was ich im Gasthaus gehört habe. Ich dachte, es wurde bereits geklärt. Du hast im Gasthaus von der geplanten Rebellion erfahren, nicht wahr? Nee. Gleich habe ich es wieder. Ich habe gehört, der König stiehlt sich jeden Morgen aus dem Palast, um heimlich Adamkuchen zu futtern. Wow. Wie unerhört. Ich meine, ich wurde wohl ertappt. Dabei gab ich mir stets solche Mühe, unentdeckt zu bleiben. Du fällst auch massiv übel auf. Mit der Krone auf dem Kopf. Na gut. Das ist nicht dein Ernst, oder? Sieh mich nicht so an, Sohn. Du bist genauso versessen auf Adam Küchlein. Schämen dich alle auf Küchlein. Hab auch nie was anderes behauptet, aber von dir hätte ich das nicht erwartet. Wie dem auch sei. Das Ganze mit der Rebellion war also reiner Zufall? Sieht so aus. Ist ja nicht zu fassen. Nun, ich will euch fürstlich belohnen, sofern ihr denn Stillschweigen bewahren könntet über die Adam-Küchlein. So Blödsinn. Finch ist süß. Ich hab's schon wieder vergessen, worum es geht, aber ich lache einfach mehr mit. Ich werde noch verrückt. Fürstlich belohnen, eh? Ui. Das ist gar nicht mal so wenig Gold und gar nicht mehr so wenig Erfahrungspunkte. Und Talentpunkte auch nicht. Und 3 Splitter, ein Generalaufsatz, Klingenkombo 5, Bewegungssensor 5. Huh. Krass. Dramatischer Notfall. Notfall, was ist denn? Geht auf die Suche. Oh mein Gott, Rebellion. Ich weiß es wieder, es war ein Adam-Küchlein. Geil. Finch hatte etwas über die, über... Oh Gott, dieser Name. Eulogiminus gehört. Der ist im Englischen komplett anders. Es klingt total anders im Englischen. Eulogiminus? Über den König von Tantal gehört. Dass die Rebellion im Keim erstickt werden konnte, war reiner Zufall. Bobong. Tja. Und das war die letzte DLC-Quest. Bisschen merkwürdig. Aber hey, wer nimmt es nicht mit, ne? Wer es nicht mitnehmen würde, ist ein bisschen spatzenhirnig. Oder Finch? Du bist spatzenhirnig. Ich mag dich trotzdem. So, wenn ich dich jetzt noch fertig machen wollen würde, müsste ich noch einiges tun. Aber ich glaube, das war es erstmal mit der DLC-Mission aus dem zweiten DLC-Paket. Wenn ihr als täuscht, kann ich die noch aus dem ersten theoretisch machen. Die Frage ist, soll ich die machen? Mit Taka reden, Noppon vermisst machen, Fabrik-Erlebnistour, Mitternachtssnack, der einsame Wächter. Ich glaube, die Erlebnistour habe ich sogar schon gemacht gehabt auf diesem Spielstand. Vielleicht mache ich die nochmal. Irgendwann. Aber für den Moment war es das erstmal. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und ich denke mal, die Story-DLC und die Herausforderungs-DLC, die noch kommen werden, die werde ich definitiv im Stream machen. Aber wenn es so Quest-Sachen sind, dann würde ich sie gerne hier als Video weitermachen. Einfach nur so DLC-Quest, sag mal Paket 3 kommt noch raus oder 4, was auch immer. Die hier, ansonsten im Livestream, aber ich... Hau erstmal ab. Ich danke natürlich nochmal wie immer fürs Zuschauen. Und ich sage, nie hör auf zu tanzen. Und wir zerstören sie alle. Irgendwann. Mit dem Shining Eye of Justice. Also dann haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.